dieser Zeitlosigkeit, die sich in den Skulpturen der Antike äußert, einen aktuellen Beitrag entgegen oder dazu, von dem er beansprucht, dass er auch zeitlos sei, außerhalb der Zeit, über der Zeit, ahistorisch. Das heißt, Stefan Martin hat einen modernen Tanz, den er hier einbringt, einen japanischen Tanz, der entstanden ist, durchaus als ein Ergebnis unserer Zeit in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schrecken von Hiroshima und Nagasaki. Das heißt, wenn wir im Untertitel sagen, die Macht der Schönheit, dann denken Sie daran, dass diese Schönheit durchaus auch meint, den Schrecken des Schönen und den schönen Schrecken, der sich zum Beispiel auch in dem Kopf der Medusa zeigt oder in den Stürzen des Jahrschnitts erinnern. Ich wünsche Ihnen einen sehr faszinierenden und interessanten Abend mit diesem sehr leidenschaftlichen, sehr existenziellen Tanz, der Stefan Marx hier mit den Antiken zusammen. Thank you.
Thank you.
Wir haben